So, und der junge Mann, der jetzt neben mir steht, ist der Initiator des Projektes Top-Sponsoring Dresden. Er hat es also ins Leben gerufen. Herr Reitz, was waren Ihre Motivationsgründe damals eigentlich, um überhaupt erstmal zu sagen, ich muss hier was machen? Ja, das entstand aus einem Gespräch mit dem Ruderer Tim Grohmann, der letzten Endes von den Olympischen Spielen kam, 2012 in London. Und ich fragte ihn so, Tim, sag mal, was hat denn sich da für dich verändert, sponsorentechnisch, von der Bekanntheit und so weiter? Und seine Aussage war recht ernüchternd, indem er sagte, ja, nahezu wirklich fast nichts. Und das war der ausschlaggebende Punkt für mich, da was verändern zu wollen. Das habe ich dann letzten Endes auch getan und mit dem Grohmann begann das. Und was muss man sich jetzt ganz konkret unter diesem Projekt vorstellen? Wie arbeitet das? Also meine Idee dazu, zu Top-Sponsoring Dresden, ist ein Sponsoring-Konzept zu entwickeln, was also nie so ist, wie man das so vielleicht üblicherweise kennt. Also tausche Geld gegen Bande oder Geld gegen Logo auf dem Trikot. Das ist eigentlich nie meine Vorstellung, sondern ich wollte was Neues machen, was zeitgemäßes, modernes. Und die Idee dahinter ist, ich habe relativ schnell festgestellt, dass ohne ein professionelles Management Sponsoring für die Sportler nahezu unmöglich ist. Also habe ich ein Sportlermanagement entwickelt. Und auf der anderen Seite gibt es ein Sponsorennetzwerk und auf einer Plattform bündlich sozusagen beide Interessen. Und werden wir mal ein bisschen konkreter. Wie viele Firmen sind denn in diesem Netzwerk jetzt schon dabei? Also direkt sind wir circa 70 und indirekt sind es noch eine ganze Reihe mehr, die unser Projekt mit unterstützen aktuell. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Sportlerinnen und Sportler. Wie viele sind da im Pool? Und vielleicht können Sie ja mal ein paar Namen nennen. Ja, aktuell sind es 12, unter anderem die Olympiateilnehmer Tom Liebscher, die Tina Punse, die Steffi Kriegerstein, Tim Grohmann, Philipp Wende zum Beispiel. Und wo soll die Reise mal hingehen? Was sind Ihre Visionen für die nächsten Jahre? Mein Wunsch wäre, dass die Sportler die Anerkennung bekommen für ihre Leistung, die die auch tatsächlich verdienen. Und ich wünsche mir, dass die Bekanntheit in der breiten Öffentlichkeit stärker wird, dass beispielsweise auch im Breitensport die Nachwuchssportler auch wieder mal Leuchttürme haben, Vorbilder haben, wo sie sich orientieren können, wo sie sich auch gerne motivieren lassen. Das ist auf der einen Seite meine Vision, auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die wie eine Familie über den Sport miteinander arbeiten, Spaß haben, ins Geschäft kommen. Also eine große Sportlerfamilie, das ist meine Vision für Dresden bzw. für Sachsen. Vielen Dank, Herr Reitz. Und da kann man ja nur sagen, toi 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 für die Zukunft, dass das Projekt wachsen möge und noch weitere Sportlerinnen und Sportler hier in Dresden unterstützt werden.